Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind, trotz des schönen Wetters. Ich hoffe, dass ich Ihnen in der nächsten Stunde anhand von den vier Hauptthesen Lorenz zur Aggression und zum sogenannten Bösen so ein bisschen unterhaltsam nahebringen kann, was wir heute in der Aggressionsforschung machen und was Lorenz damals darunter verstanden hat. So, wenn die Technik jetzt funktioniert. So, das sogenannte Böse. Die Ringvorlesung behandelt ja eigentlich Verbrechen und das ist in unseren Augen natürlich das Böse irgendwo schon. Das Problem ist jetzt, wenn wir uns mit Tieren befassen, gibt es denn da was Böses, gibt es denn da Verbrechen? Und als erstes könnte man zum Beispiel sagen, gibt es Diebstahl? Ja, Diebstahl kommt vor, wird natürlich nicht so bezeichnet, aber hier sehen Sie zum Beispiel eine kleine Blaumeise, die an dem Nest von einer Beutelmeise Material für ihr eigenes Nest wegnimmt. Was ist das dann? Dann Raub. Raub kommt ganz häufig vor, wenn ein Tier dem anderen Tier das wegnimmt, was es auch gerne hat. Hier zum Beispiel zwei Möwen, die hintereinander herfliegen. Die vordere hat einen Fisch und die andere möchte es haben und nimmt es ihr eventuell weg. Nötigung und Vergewaltigung. Schwere Verbrechen gibt es im Tierreich auch. Hier zum Beispiel sieht man ein Schimpansenmännchen, der also versucht, ein Weibchen seinen Willen aufzuzwingen. Also das kann ganz böse enden, weil die Schimpansen sind natürlich extrem viel stärker als Menschen zum Beispiel. Und es kommt da oft zu blutigen Auseinandersetzungen. Dann der Geschwistermord. Den gibt es im Tierreich auch, und zwar insbesondere bei Greifvögeln. Da werden oft drei Eier gelegt im Abstand von mehreren Tagen. Die Jungen schlüpfen dann. Das Ältere ist immer stärker als das Nachfolgende und das Ältere kann unter Umständen das Jüngere dann töten. Die Eltern schreiten dabei überhaupt nicht ein, sondern die lassen das einfach geschehen. Dann den Kindsmord oder Infantizid. Haben Sie sicherlich im Fernsehen schon oft Dokumentationen gesehen, dass also Löwen, wenn Löwenmännchen einen Rudel übernehmen, dass sie dann also die jungen Löwen töten. Sowas finden wir also nicht nur bei Löwen, sondern auch bei Primaten. Dann natürlich Mord und Totschlag als solches. Es wurde lange Zeit bezweifelt, dass sowas überhaupt innerartlich bei Tieren vorkommen kann, aber in den letzten 30, 40 Jahren gibt es immer mehr Belege dafür, dass das durchaus vorkommt. Also die Tötung von Gruppen, von Artgenossen. In allen diesen Fällen spielt Aggression eine Rolle und das ist eben der Terminus, den Lorenz benutzt hat und erklären wollte, in seinem berühmten Buch aus den 60er Jahren, das sogenannte Böse. Und Lorenz ist ja sehr umstritten. Ich möchte darauf auch jetzt gar nicht weiter eingehen, sondern möchte Ihnen jetzt anhand von vier seiner Hauptthesen darlegen, wie wir heute die Sachen sehen, die er damals in seinem Buch beschrieben hat. Also die erste These ist also Aggression, das sogenannte Böse, ist der auf den Artgenossen gerichtete Kampftrieb von Tier und Mensch. Hier haben wir also den Begriff Trieb. Ja? Also nach Lorenz' Auffassung ist Aggression ein Trieb oder Instinkt oder im Neudeutschen Drive. Ja? Und diese Sichtweise, die ist sehr stark beeinflusst durch Sigmund Freud und seine Triebtheorie. Sexualtrieb, Todestrieb, sagt Ihnen vielleicht was. Und diese Aggression, dieses Destruktive, das wurde halt mit dem Todestrieb sozusagen gleichgesetzt. Für diese Sichtweise gibt es aber eigentlich keine empirischen Belege und es gibt kein Appetenzverhalten. Also Tiere suchen offenbar nicht, wie zum Beispiel, wenn sie Hunger haben, nach irgendwas Fressbarem, suchen sie nicht nach irgendeiner Situation, wo sie dann aggressiv sein können. Ja, es gibt keine spontan, also ohne äußeren Einfluss ansteigende Handlungsbereitschaft, um Aggression abzureagieren. Wir streichen mal die Triebhypothese und wenden uns dann mal
einer Definition oder moderneren Definition von Aggression zu. Zum Beispiel eine sozialpsychologische Definition ist, dass Aggression wird als Verhalten definiert, das einer anderen Person schaden soll. Da gibt es eine Intention, wobei diese Person aber motiviert ist, den Schaden abzuwenden. Es gibt natürlich auch Fälle, wo also ein Schaden zugefügt wird, wo die Person das also nicht vermeiden möchte. Zum Beispiel, wenn der Arzt einem den Blinddarm rausnimmt, ja, dann wird einem Schaden zugefügt, aber die Person möchte das natürlich nicht vermeiden. Oder wenn es zum Beispiel in menschlichen Beziehungen Sadomaso-Spielchen gibt, ja, dann trifft das natürlich auch nicht zu. Wir unterscheiden bei Aggression also eine proaktive Aggression. Das wäre sowas im Juristischen vielleicht wie vorsätzlich, instrumentell. Das heißt also, wenn ein Individuum aggressiv handelt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ziel kann sein, Aneignung eines Objekts, eines Territoriums oder Privilegs, zum Beispiel eine Rangposition. Es kann sich auch um Einschüchterung und Dominierung von Gruppenmitgliedern halten. Und dann kann das schikanierend oder im Neudeutschen mal wieder Bullying sein. Dann gibt es eine weitere Form der Aggression, das ist die reaktive Aggression und die kennt wahrscheinlich jeder selbst. Ja, die tritt unmittelbar und impulsiv als Konsequenz einer Provokation, Frustration oder Bedrohung auf, wenn man sich halt ärgert über irgendwas. Ja. Ziel dieser Form der Aggression ist, die Bedrohung, Provokation oder diesen Frustrationsgrund zu minimieren oder zu beseitigen. Zwei Beispiele. Das sogenannte taktische Foul, ja, ist also eine proaktive Aggression. Da versucht also ein Gegenspieler, den anderen Spieler am Torschuss vielleicht zu hindern, wohl überlegt. Während zum Beispiel, wenn es eine Rudelbildung gibt und alle schreien sich an, weil der Schiedsrichter versehentlich die falsche Karte gezogen hat, dann sind alle aufgeregt, es gibt Wut, es gibt Hektik. Das ist also sowas wie reaktive Aggression. Die physiologischen Grundlagen dieser beiden Aggressionsformen sind also völlig unterschiedlich. Bei der reaktiven Aggression haben wir eine Erregung des sympathischen Nervensystems. Es kommt zur Vorbereitung der Bereitschaft für Flucht oder Kampf. Adrenalin wird ausgeschüttet, Stress, ja. Herzschlagfrequenz wird erhöht, Blutdruck steigt. Glucose wird mobilisiert als Energie für eventuell Kampf oder Flucht. Die Pupillen weiten sich, der Mund trocknet aus, wie bei mir jetzt zum Beispiel. Und nicht essentielle Prozesse wie Verdauung werden gehemmt. Ja. Als Gefühl kennt man in dem Zusammenhang vielleicht Angst, Wut oder auch beides. Bei proaktiver Aggression nichts von alledem, keine vergleichbare Erregung. Es wird hier auch von der gefühlskalten Aggression gesprochen. Die zweite These Lorenz lautet, Aggression ist nicht nur destruktiv, sondern kann der Erhaltung der Art dienen, durch Erwerb von Territorien, Nahrung oder Fortpflanzungspartnern. Und hier ist also sozusagen ein Gegensatz zur Sichtweise von Freud zum Beispiel. Lorenz allerdings bringt hier den Begriff der Arterhaltung ins Spiel und das ist nach heutigen Kenntnissen ein grundsätzliches Problem im Verständnis von Evolution. Denn Selektion und Evolution wirkt nicht auf Arten, sondern auf Individuen, unter Umständen sogar nur auf Gene. Sie haben vielleicht schon mal was von dem egoistischen Gen gehört. Und in dieser neueren Sichtweise kann aggressives Verhalten der Steigerung der individuellen oder der inklusiven Fitness dienen. Was ist Fitness? Das ist Fitness, aber die meinen wir jetzt nicht. Sondern Fitness ist ein Maß für den Anteil eines Individuums am Genpool nachfolgender Generationen. Das ist die Darwin'sche Fitness. Hört sich ein bisschen gestelzt an. Im Prinzip ist es aber der Beitrag eines Individuums an der Reproduktion der Population. Hier zum Beispiel bei den Anubis-Pavian ist
der Reproduktionserfolg der Männchen also stark korreliert mit dem Rang, den sie haben. Das ranghöchste Männchen hat den höchsten Reproduktionserfolg, ist also im darwinschen Sinne das Fitteste. Ob der jetzt nun besonders stark ist, besonders hübsch, besonders schlau, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Wenn man so eine evolutionsbiologische Perspektive einnimmt, dann müssen bestimmte Grundlagen vorliegen. Zum Beispiel bestimmte biologische Merkmale, hier Verhaltensweisen oder Prädispositionen dazu, werden genetisch vererbt. Wenn man das nicht voraussetzt, dann brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu reden. Dann Mutationen und Genkombinationen rufen Variationen in diesen Merkmalen hervor. Es gibt also eine Spannbreite von Variationen, aus der ausgewählt werden kann. Und einige dieser Variationen vermitteln mehr Fitness als andere. Und durch Selektion nimmt dann mit der Zeit, also über Generationen, die Häufigkeit der fitteren Genvarianten in der Population zu. Also, wenn man diese vier Voraussetzungen nicht akzeptiert, dann gibt es keine evolutionsbiologische Perspektive. Dass Genetik bei der Aggression eine Rolle spielt, wurde schon oft gezeigt durch Züchtungsversuche und Züchtungsexperimente. Hier zum Beispiel ist ein ganz nettes Buch über die Züchtung von zahmen und aggressiven Füchsen in Russland seit den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und diese Füchse, die sehen total hübsch aus, die kann man dann an der Leine nehmen, wie so ein Hund. Ja? Und heutzutage ist es eben auch möglich, dadurch, dass die Technik in der Genforschung so weit fortgeschritten ist, dass man untersuchen kann, welche Gene jetzt zum Beispiel bei der Linie der zahmen Füchse besonders stark exprimiert werden und welche zum Beispiel in einer Linie von sehr aggressiven. Aber auf diese genetischen Aspekte gehe ich jetzt auch nicht weiter ein, sondern kommen jetzt zu so einer Definition in der evolutionsbiologischen Perspektive zur Aggression. Also Aggression kann hier als Verhalten definiert werden, durch das ein Individuum oft in Konfliktsituationen seine Fitness auf Kosten anderer erhöhen kann. Wobei man sagen muss, dass Aggression nicht die einzige Verhaltensstrategie ist, die dazu führt, dass man einen Konflikt beilegt. Man kann auch Toleranz zeigen, gibt es im Tierreich auch, oder man vermeidet es einfach, indem man weggeht. Ja? Also es muss nicht immer alles auf Aggression hinauslaufen. Warum verhält sich jetzt also ein Tier aggressiv? Wir wissen, auf diese Frage gibt es mehrere Antworten und der Thienbergen, der auch Nobelpreisträger mit Lorenz war, der hat da ein paar Antworten drauf gefunden oder vorgeschlagen, auf verschiedenen Ebenen. Es verhält sich aggressiv, weil es damit seinen Fortpflanzungserfolg sichert. Das haben wir schon gehört, das hat was mit Fitness zu tun. Ja? Und diesen Bereich, wenn wir nach der Funktion, der ultimativen Funktion, nach dem Überlebenswert fragen, dann dreht es sich immer um Fitnessgewinn. Man kann aber auch sagen, ein Tier verhält sich aggressiv, weil die Paarungszeit ist, jetzt zum Beispiel im Frühling, die Vögelchen draußen, nicht? Die haben alle, die Männchen, einen hohen Testosteronspiegel, dadurch, dass die Tage länger werden und die sind deshalb aggressiv. Wenn Sie in der letzten Zeit mal gesehen haben, so viele Amseln sind im Straßenverkehr umgekommen, weil die überhaupt auf nichts mehr achten, sondern nur noch miteinander kämpfen. Ja? Diese Ebene nennen wir die Frage nach den proximaten Ursachen. Dann kann man natürlich auch noch fragen oder sagen, also ein Tier ist aggressiv, weil es in seiner Individualentwicklung gelernt hat, ja, dass also aggressives Verhalten zum Ziel führt. Dass wir also sozusagen auf so einer Entwicklungs- oder Ontogenie-Ebene eine Antwort auf die Frage, warum ein Tier aggressiv ist. Man kann die ganze Sache auch sehr ökonomisch betrachten, dann kommen wir zu so einer Art Kosten-Nutzen-Analyse. Wenn aggressives Verhalten der Fitnessmaximierung dient, hat es einen Nutzen.
Verhalten verursacht aber auch Kosten. Zum Beispiel ein erhöhter Energieaufwand, wenn ich jetzt also einen Kampf mir vorstelle, nicht, dann braucht so ein Tier also viel Energie. Ein Verletzungsrisiko sind Kosten, Stress, was eventuell das Immunsystem belastet. Ja, oder die Tiere haben einfach verminderte Zeit, um irgendwas anderes Sinnvolles zu machen. Und bei einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz, also wenn es einen Fitnessgewinn gibt, wird sich das Verhalten in zukünftigen Populationen durchsetzen. Das hatten wir vorhin schon einmal gehört. Hier so eine kleine Grafik dazu. Wir haben also da auf der X-Achse so die Aggressivität, da links ganz wenig Aggressivität, rechts mehr. Und auf der Y-Achse ist das, muss man gucken, ja, das sind die individuellen Kosten, ist die individuelle Kosten-Nutzen-Bilanz. So, je aggressiver ein Tier ist, desto mehr kostet das. Da gibt es einen linearen Zusammenhang. Der Nutzen steigt zuerst recht stark an, weil die Kosten noch stark an. Nachher plattet sich diese Kurve aber ab, weil irgendwann kann ich meinen Nutzen nicht weiter erhöhen, weil ich am Maximum bin. Die optimale Verhaltensstrategie oder das optimale Aggressionsniveau würde dann also da liegen, wo die Differenz zwischen Kosten und Nutzen am höchsten ist. Das wäre hier bei O, das ist keine Null, das ist ein O, für optimale Aggressivität. So, wenn jetzt aber Aggression mehr kostet, wie sieht das dann aus? Dann ist die Kurve, dieser lineare Anstieg steiler, die Nutzen bleiben gleich, der optimale Fitnessgewinn oder kurz Kosten-Nutzen-Bilanz liegt dann hier und das Aggressionsniveau rutscht zu weniger Aggression, weil sie ja teurer ist. Okay, also wenn die Kosten größer als die Nutzen sind, dann ist im Sinne der Fitnessmaximierung aggressives Verhalten kein sinnvolles Verhalten. Das wäre dann in so einem Fall, wenn die Kosten also total hoch sind, dann gibt es überhaupt gar keinen optimalen Punkt mehr. Okay, zu den Kosten und Nutzen gehört natürlich auch die Kampfkraft des Konkurrenten. Man muss also das Risiko abschätzen können. Ja, wie stark ist mein Gegenüber überhaupt? Und da haben sich im Tierreich also zahlreiche Verhaltensweisen entwickelt, wo also dann die beiden Kontrahenten sich sehr genau beäugen und abschätzen, ja, bin ich vielleicht jetzt größer oder bin ich genauso groß, bin ich kleiner, lohnt es sich jetzt hier einen Kampf aufzunehmen, hier zum Beispiel als Beispiel Fische oder die Oryx-Antilopen, bei denen geht das so. Ebenso haben sich aber auch zahlreiche Verhaltensweisen entwickelt, um die Gegner einzuschüchtern, bevor es überhaupt zu irgendeiner Aggression, einem Kampf kommt. Ja, zum Beispiel also Imponierverhalten, wie bei diesen Anolis, die klappen also ihre Kehle hier auf. Ja, und wer die leuchtendste oder größte Kehle hat, der hat schon mal einen Vorteil. Oder bei diesen Schimpansen hier, das war ein ganz cleverer, der hat also herausgefunden, dass man mit diesen Blechkisten unheimlich viel Krawall machen kann. Das hat die anderen also dermaßen eingeschüchtert, dass der also in 0, nichts das Alpha-Männchen war. Ja, also es hat nicht immer was mit Kraft zu tun. Ja, und neben der Kampfkraft des Kontrahenten ist natürlich auch der Wert von der Ressource, spielt da eine Rolle. Und man kann also sagen, wenn es um viel geht, wird auch mehr eingesetzt. Ja, je höher der Nutzen, desto höhere Kosten nehme ich in Kauf. Bei den Löwen hier zum Beispiel, wie in diesem Beispiel, da kann es eben sein, wenn die Löwen also ein Rudel übernehmen wollen, dass die also bis zum bitteren Ende kämpfen. Ja? Also da gibt es dann kein Pardon. Weil die haben vielleicht einmal in ihrem Leben die Chance, ein Rudel zu übernehmen und dann setzen die halt alles ein. Also Eskalation von Konflikten, kommt es überhaupt zum Kampf bei solchen Konkurrenzsituationen oder in Konflikten? Ja, ob zwei Kontrahenten überhaupt miteinander kämpfen, hängt also von folgenden Faktoren ab: dem Streitwert der begehrten Ressource, der Einschätzung der Chancen, den Kampf überhaupt zu gewinnen, das ist also, wie stark bin ich im Vergleich zu dem anderen, und die vermutlichen Kosten, die durch den Kampf entstehen.
Und die Ökonomen können das dann also schön in so eine Formel packen, nicht? Dann kann man ausrechnen, wann es sich lohnt. Da fragt man sich natürlich, macht so ein Löwe das? Okay. Aggression wird aber auch durch die Umwelt beeinflusst. Hier haben wir zum Beispiel eine Verteilung von Individuen, die also ein bestimmtes Aggressionsniveau haben. Ganz links sind also hier sind also Individuen, die zeigen wenig Aggression, haben aber auch kaum Fortpflanzungserfolg. Hier gibt es also dann Tiere, die sind sehr aggressiv, haben auch keinen großen Fortpflanzungserfolg. Es gibt also dann irgendwie so ein optimales Aggressionsniveau. Das ist jetzt unter den Umweltbedingungen A. Wenn wir jetzt andere Umweltbedingungen haben, das ist nochmal das Alte, sagen wir mal, die Nahrungsverteilung verändert sich. Klimawandel, ja, die Gegend ist nicht mehr so produktiv wie früher, dann muss man unter Umständen mehr Aggression einsetzen, um wieder an seine Nahrung zu kommen. Dann verschiebt sich das Ganze ein bisschen mehr hin zu einem Verhalten von, okay, zu einem Verhalten, also einem höheren Aggressionsniveau. Ja, aber die Variation ist immer noch da. Es gibt immer noch welche, die sind stärker aggressiv und andere, die sind weniger stark aggressiv. So, eine Veränderung der Umwelt kann also eine Veränderung der Kosten-Nutzen-Bilanz nach sich ziehen und damit halt das optimale Aggressivitäts- oder Aggressionsniveau verschieben. Dann gibt es im Tierreich, wie bei Menschen auch, verschiedene Formen des Aggressionsverhaltens. Das kann man dann zum Beispiel nach Intensität einteilen. Dann kann man also zum Beispiel drohen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mantelpavian wäre, würde ich so drohen, nicht? Oder man kann jemanden verjagen oder man kann eben auch körperlichen Kontakt haben und dann kommt es zu Beißereien und bis hin zum Tod. Wie ich schon gesagt habe, das, was wir jetzt hier jeden Morgen hören und was wir als sehr schön empfinden, ja, die Vögelchen singen alle, das ist der brutale Krieg der Sänger. Ja? Also die drohen damit auf der einen Seite. Ja, komm hier nicht hin, ich habe dieses Revier besetzt, komm hier bloß nicht hin. Ja, auf der anderen Seite ist das natürlich auch für die Weibchen was Lockendes. Also beide Funktionen, drohen gegen den Kontrahenten und Anlocken von Weibchen, sind beide dann mit diesem Gesang in diesem Gesang enthalten. Hier zum Beispiel also nochmal den Mantelpavian und da sieht man eben schön hier, wie die dann so drohen. Das ist erstmal so eine Drohung ins Leere. Hier hat er schon irgendjemanden im Auge, den er jetzt androhen will. Dann geht es also los und da wird dann gebissen. Ja, also es gibt verschiedene Eskalationsstufen. Also Konflikte sind unvermeidlich, oft begründet durch die Begrenztheit von Ressourcen. Und deshalb ist Aggression im Tierreich allgegenwärtig. Hier so ein paar Beispiele. Da fallen allerdings jetzt zwei besonders auf. Warum fallen die auf? Weil alle anderen sind also innerhalb einer Art die Konflikte und hier, das sind also zwischen den Arten. Also die Spinne fängt da einen Käfer oder der Puma versucht also dieses Pferd, diesen Mustang als Nahrung zu gewinnen. Es ist natürlich ganz klar, wenn man jetzt wieder auf Fitness guckt, ja, wenn der Mustang hier verliert, dann hat er natürlich seine Fitness völlig verloren. Ja. Und genauso wie der Käfer. Wir werden aber im Weiteren uns nur mit der innerartlichen Aggression beschäftigen. Das sind also sozusagen soziale Konflikte innerhalb von Gruppen oder zwischen Tieren der gleichen Art. Hier kann man sich natürlich vorstellen, es gibt ganz viel Konkurrenz um Ressourcen, das heißt Nahrung, Wasser, sichere Schlafplätze, Territorien. Hier zum Beispiel drei Anubis-Paviane, wobei einer also ein junges Gazellenkitz erbeutet hat und der andere möchte es gerne haben. Ja, dann gibt es eben auch Konkurrenz und Konflikte, wenn es um Sozial- und Fortpflanzungspartner geht. Das nennen wir die intrasexuelle Konkurrenz.
Dann gibt es den sexuellen Konflikt. Das ist der Konflikt zwischen den Geschlechtern. Oftmals möchten die Weibchen nicht so wie die Männchen oder andersrum. Und es kommt zu Nötigung, Vergewaltigung und Infantizid. Dann gibt es noch den Eltern-Kind-Konflikt, zum Beispiel wenn es um Entwöhnung geht. Und alle diese Konflikte können natürlich eskalieren und in Aggression und Gewalt münden. Innerhalb von Gruppen oder auch innerhalb von Arten, also innerhalb dieses sozialen Konfliktfelds, gibt es aber auch Verhaltensstrategien bei den Tieren, die versuchen, die Eskalation herunterzuschrauben. Dazu gehört zum Beispiel das Imponierverhalten. Hier als Beispiel der röhrende Hirsch. Bevor es da zum Kampf kommt, röhrt also der Platzhirsch stundenlang. Die anderen Hirsche hören das, versuchen dagegen zu halten durch Röhren, und dann kann der ein oder andere Herausforderer schon abschätzen, der kann so gut röhren, der ist bestimmt stark, da bleibe ich lieber weg. Also es muss da jetzt nicht zum Kampf kommen. Ja? Oder es gibt eine Ritualisierung des Verhaltens. Diese Kreuzottern, die sind ja giftig. Wenn Männchen miteinander kämpfen, dann setzen die nicht ihre Giftzähne ein, sondern die versuchen sich also irgendwie so runterzudrücken. Ja? Ist also wie so ein, wie wir sagen, ein Kommentkampf. Dann kann man natürlich auch eine Rangordnung innerhalb von Gruppen etablieren, sodass also nicht jedes Mal wieder neu, wenn es irgendwie einen Streitpunkt gibt, einen Konflikt, nicht jedes Mal wieder neu mit Hilfe von aggressivem Verhalten der Gewinner ausgekämpft werden muss. Und dann gibt es natürlich auch noch, das ist bei Menschen halt auch sehr, sehr ausgeprägt, die Intervention von Dritten, ja, Mediation zum Beispiel, ja. Gibt es bei den Tieren auch, mit Fragezeichen. Okay. Die intrasexuelle Konkurrenz, das ist also sozusagen die Konkurrenz von Männchen um die Fortpflanzung mit Weibchen, die ist in der Evolution sehr wichtig. Und das kommt vor allen Dingen daher, weil es da ein sexuelles Ungleichgewicht bei der Fortpflanzung gibt. Ja, Weibchen investieren normalerweise sehr viel mehr in den Nachwuchs als Männchen, gerade bei Säugetieren. Ja, die haben also die Männchen, die produzieren die Spermien, das ist unter Umständen alles. Ja, und die Weibchen, die haben also dann die Schwangerschaft und müssen also auch noch Milch produzieren während der Laktationszeit und müssen sich um die Kleinen kümmern. Also die investieren sehr viel mehr. Und aus diesem Grund bilden die Weibchen für die Männchen eine sehr wertvolle Ressource, und deshalb konkurrieren Männchen um diese Weibchen und nicht andersrum. Bei Arten, wo also das Investment so ein bisschen rumgedreht ist, es gibt also so Vogelarten, wo zum Beispiel also die Weibchen nur das Ei legen und die Männchen müssen sich um alles kümmern, da ist das genau andersrum dann. Die Weibchen konkurrieren um Männchen und nicht wie bei den Säugetieren Männchen um die Weibchen. Und weil eben diese Weibchen gerade bei Säugetieren so wertvolle Ressourcen darstellen für die Männchen, gibt es in dem Zusammenhang auch die heftigsten Auseinandersetzungen. Also diese Männchen-Männchen-Konkurrenz um Fortpflanzung ist das Heftigste, was wir da finden. Und deshalb weisen Männchen auch tendenziell eine höhere altersspezifische Mortalität auf als Weibchen. Also die gehen viel höheres Risiko. Ja? Die Chance, dass die also irgendwie in jungen Jahren schon umkommen, ist also sehr viel höher als bei den Weibchen. Außerdem gibt es einen evolutionären Druck, gerade bei Säugetieren. Die Waffen, dass Männchen also Waffen evolvieren. Und es gibt einen großen Sexualdimorphismus. Also oft sind die Männchen sehr viel größer als die Weibchen. Also hier zum Beispiel die Schädel von Bärenpavian oben, das Männchen. Man sieht also, das ist also ungefähr anderthalbmal so groß wie die Weibchen, und man sieht also diese langen, 5 cm langen Eckzähne, die Männchen haben. Und die sind nicht dazu da, um jetzt irgendwie Raubfeinde abzuwehren, sondern die sind dazu da, beim Männchen-Männchen-Konflikt eingesetzt zu werden.
Wir sehen also aber auch Waffen bei anderen Tieren, zum Beispiel bei den Hirschkäfern. Männchen und Weibchen sind sehr unterschiedlich morphologisch. Die Hirschkäfer, Männchen, haben also auch dieses Geweih wie beim Hirsch. Ja, oder zum Beispiel dieser wahnsinnige Sexualdimorphismus in der Größe bei den Seeelefanten. Ja, also der Bulle, der wiegt dann also 3 Tonnen und das Weibchen 500 Kilogramm. Ja, also das ist schon ein enormer Unterschied. Dass diese Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen in dem Zusammenhang finden wir dann auch in der Aggression, im aggressiven Verhalten wieder. Und Männchen zeigen also durchschnittlich sehr viel häufiger aggressives Verhalten als Weibchen. Hier zum Beispiel die mittleren Aggressionsraten von männlichen und weiblichen Schimpansen aus einer Community in Uganda. Und man sieht, dass also da bei den Männchen irgendwie, das sind jetzt also alle 3 oder 4 Stunden haben die ein Problem. Gibt es also einen aggressiven Akt. Ja. Der sexuelle Konflikt, also wenn die Geschlechter nicht beide am gleichen Strang ziehen, sondern was Unterschiedliches wollen, dann gibt es auch einen Konflikt da. Und das ist dann eben bei Säugetieren oft so, weil die Männchen häufig größer sind, dominieren die Weibchen. Und dann kann es eben aufgrund dieser Dominanz haben die also ein leichtes Spiel, jetzt irgendwie ihre Vorstellung durchzusetzen. Es kommt also da zur sexuellen Nötigung, zu Einschränkung der Partnerwahl und zu erzwungenen Kopulationen. Also das gibt es da alles, ja, ohne jegliche Wertung jetzt. Und das ist insbesondere bei Säugetieren so. Ja, bei Vögeln sieht das alles ein bisschen anders aus, weil Vögel können zum Beispiel keine Waffen evolvieren, die müssen ja fliegen, alles was schwer ist, brauchen die nicht. Ja, die sind sogar so weit gegangen, dass die Männchen also ihren Penis abgeschafft haben und nur noch einen Hoden haben. Und bei denen läuft es halt über Gesang, über Färbung und so weiter. Da geht die Konkurrenz also einen ganz anderen Weg. Ein ganz wichtiger Punkt ist in der Geschichte der Aggressionsforschung im Tierreich, ist also der Infantizid. Ende der 60er Jahre wurden die ersten Berichte bekannt. Das wurde also lange, lange, lange abgestritten. Das sind alles pathologische Fälle. Das kommt, weil die irgendwie von Menschen beeinflusst sind und. Ja. Aber mittlerweile ist das bei so vielen Arten gefunden worden, dass man also davon ausgehen kann, dass das also durchaus eine evolutive Strategie ist. Also was passiert? Männchen, die nicht Vater von dem Kind sind, versuchen also, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Weibchen treffen, dieses Kind zu töten, damit das Weibchen also schneller wieder rezeptiv wird, also empfängnisbereit. Normalerweise sind die Weibchen also während der frühen Phase der Laktationszeit, sind die also steril, die sind dann nicht fortpflanzungsfähig. Also wenn so ein Männchen es schafft, die Kinder umzubringen, dann innerhalb von 2, 3 Wochen können die Weibchen dann empfängnisbereit werden und dieses Männchen kann dann halt mit diesem Weibchen seine eigenen Kinder aufziehen oder erzeugen erstmal. So, und das ist also sind nicht Einzelfälle, sondern es gibt also durchaus zum Beispiel Primatenpopulationen, wo über 30% der Kinder durch Infantizid umkommen. Ja. Das ist also schon ein enormer Druck, Selektionsdruck. Ja. Gut, und die Infantizid wird natürlich die Fitness des Weibchens stark eingeschränkt. Ja, und das infantidale Männchen kann also unter Umständen dann mit diesem Weibchen die nächste Generation zeugen. Okay. Jetzt zur dritten These von Lorenz. Aggression wird in der Natur durch angeborene Hemmungsmechanismen begrenzt. Ja, also nach Lorenz spielen Hemmungsmechanismen, die bei verschiedenen sozialen Tieren die Aggression zügeln und ein Beschädigen und Töten von Artgenossen verhindern, eine wichtige Rolle. Die natürliche Selektion fördert nach Meinung Lorenz die Evolution von Hemmungsmechanismen, also dann wieder seine Idee von der Arterhaltung. Ja, nach dem, was ich Ihnen jetzt bisher erzählt habe, wissen Sie jetzt schon, also dass eine generelle Tötungshemmung gibt es nicht. Ja, denken Sie mal an Infantizid, das passiert. Ja,
ist ja keine Tötungshemmung. Die machen das ohne Probleme, die Männchen. Dann muss man auch hier unterscheiden zwischen dem, was innerhalb von Gruppen passiert und was zwischen Gruppen passiert. Und das war eben so ein Problem von Lorenz auch, ja. Denn seine Beobachtung zum Beispiel von Hunden oder von Fischen oder auch von Wölfen, es war immer auf das Verhalten innerhalb einer Gruppe fokussiert. Er ist praktisch ja nicht rausgegangen in die Wildnis und hat also mehrere Wolfsrudel untersucht, wie die miteinander zum Beispiel umgehen. Ja? Da aber innerhalb von Gruppen, das sind meist sogar verwandte Tiere, gibt es dann Verhaltensstrategien, die das Risiko einer Eskalation von Aggression verringern. Zwischen Gruppen oder zwischen Nicht-Verwandten, zum Beispiel wenn das eine Männchen neu in die Gruppe kommt und die Kinder tötet, dann sind die ja nicht verwandt, ja, kommt es häufiger zu proaktiver Aggression ohne entsprechenden Deeskalationsmechanismen. Das hat schon Darwin erkannt. Der hat nämlich geschrieben, dass Freundlichkeit innerhalb der Gruppe und Feindseligkeit nach außen gehören zusammen als zwei Seiten derselben Medaille. Wir haben in der letzten Woche gehört, dass es oft Probleme gibt, wenn also da Jugendgangs oder Fangruppen aufeinander prallen. Ja, das sind also diese In-Group-Out-Group-Geschichten, auf die hier angespielt wird. Ja, warum leben die Tiere in der Gruppe? Das Leben in der Gruppe bringt Vorteile, zum Beispiel besseren Schutz vor Beutegreifern, bessere Ausnutzung von Ressourcen, Vorteile bei der Nahrungskonkurrenz. Außerdem sind starke soziale Beziehungen innerhalb von Gruppen bei einigen Primatenarten mit weniger Stress, höherer Lebenserwartung und höherer Fortpflanzung korreliert. Also wenn man in einer Gruppe lebt und da nette Beziehungen hat, dann geht es einem gut. Und damit die Gruppe überhaupt funktioniert, ist natürlich ein gewisses Maß an Koordination und Kooperation notwendig. Und wenn man jetzt zu viel Aggression in der Gruppe hat, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Ja, Mitglieder können ausgestoßen werden oder die Gruppe zerfällt. Hier zum Beispiel zwei Javaner-Affengruppen, die sich an der Grenze ihres Streifgebiets gegenüberstehen. Da sieht man also diese Drohgesichter von der einen Gruppe. Ja, und wenn man jetzt als Gruppe so agieren will, dann braucht man natürlich eine gewisse Kooperation. Man muss sich also auch auf seinen Nachbarn verlassen können. Dass ich plötzlich alleine da stehe, nicht? Gegenüber von fünf anderen. Und das versuchen diese Tiere oder machen diese Tiere offenbar dadurch, dass sie also gute Beziehungen miteinander aufbauen und innerhalb der Gruppe dann die Aggression also runterschrauben. Zahlreiche Arten, besonders bei Primaten, die haben aber auch spezielle Verhaltensweisen evolviert, um Konfliktsituationen zu entspannen oder soziale Beziehungen, die gestört sind, durch solche Konflikte zu reparieren. Hier als ein Beispiel, also da gibt es zwei Weibchen, Pavianweibchen, die haben also miteinander Streit gehabt, die haben sich also gejagt oder gebissen und dann nach einer gewissen Zeit kommt also die Siegerin, geht also zur Verliererin hin und kommt dann also grunzt so ein bisschen, nicht, und macht so ein bisschen Lipsmacking. Und dann darf die also ganz nah ran und fängt dann also an soziale Feldpflege und dann restaurieren die sozusagen ihre Beziehung wieder. Ja. Hier kann man sehen, welchen Effekt das hat. Hier hat man also mal geguckt bei verschiedenen Arten, nach wie vielen Minuten wieder Angriffe passieren. Nach einem Konflikt oder nach einer Auseinandersetzung, wenn also Versöhnung stattgefunden hat oder nicht. Ja? Und dann sieht man halt, dass ohne Versöhnung hat man also sehr viel mehr Angriffe als mit Versöhnung. Und das ist nicht nur bei Primaten so, sondern auch bei den Tüpfelhyänen. Streitschlichtung durch Dritte hatte ich schon angedeutet, gibt es auch. Zum Beispiel hier mal so ein paar Zahlen. 438 Konfliktsituationen, davon gab es in 69 Fällen eine Intervention durch Dritte. Und zwar jeweils immer nur das ranghohe Männchen. Nur der kann sich praktisch das erlauben, weil alle anderen gehen zu hohes Risiko ein. Ja? Und in 60 von den 69 Schlichtungsversuchen war das also mit Erfolg gekrönt. Und solche
Mediation, Streitschlichtung durch Dritte, findet man häufiger bei Arten, die in Einmanngruppen leben, zum Beispiel wie Gorillas oder Mantelpaviane. Da habe ich also ein dominantes, großes Männchen und dann, was weiß ich, 2 bis 5 Weibchen. Und wenn die Weibchen dann untereinander Probleme haben, dann setzt er sich einfach dazwischen und dann hören die schon auf. Ja? Und bei anderen Arten ist das also nicht so. Und es ist überhaupt an sich ein seltenes Verhalten, weil derjenige, der da als Streitschlichter fungiert, ja immer ein gewisses Risiko eingeht, irgendwie involviert zu werden und nachher der Dumme zu sein. Ja. Hier sieht man zum Beispiel bei 3 Primatenarten, dass das Männchen also entweder aggressiv intervenieren oder eben friedlich intervenieren. Und dann kann man also sehen, wie häufig das dann vorkommt. Also häufiger ist also diese friedliche Intervention, dann setzen die sich einfach dazwischen. Jetzt kommen wir zum speziellen Fall. Die Bonobos haben sich was Besonderes einfallen lassen. Da gibt es dann welche, die lachen. Wissen schon, was kommt, oder? Die machen das mit Sex. Ja, also wenn da Konflikte sind, dann wird das also über Sex, dieses sogenannte GG-Rubbing, wird das geregelt. Ja, dadurch wird also dann Spannung abgebaut. Stellen Sie sich mal vor, ich sage jetzt nichts weiter dazu. Zurück zum Konflikt zwischen Gruppen. 1997 ging hier durch die Presse der Krieg der Affen. Was war passiert? Man hat also festgestellt, dass Schimpansen Männchen in kleinen Gruppen, was weiß ich, bis zu 8 Tieren, patrouillieren an der Grenze ihres Streifgebiets. Ganz vorsichtig bewegen die sich, lauschen oft, gehen auf den Baum, gucken in das benachbarte Gebiet. Und wenn sie dann einen Einzelnen von der anderen Gruppe erwischen, dann gibt es also Auseinandersetzungen und es kam zu Tötungen. Und aufgrund dessen wurde das jetzt dann als Krieg der Affen durch die Presse geschickt. Ja. Mittlerweile haben wir also von 15 Schimpansengemeinschaften 152 Tötungen berichtet, ja, und davon sind also 58 beobachtet und 94 mutmaßlich. Hier gibt es ein generelles Problem. Wenn jetzt Leute, wie ich zum Beispiel, da irgendwie in den Wald gehen oder in die Savanne und die Tiere beobachten, sieht man natürlich solche Fälle ganz selten. Ja. Oft ist es halt so, dass man einfach nur indirekt rückschließt, dass sowas passiert ist, wenn also einer fehlt in der Gruppe und man findet 2, 3 Tage später, findet man den toten Körper und die Bissspuren können also eigentlich nur von Artgenossen sein, ist auch nicht aufgefressen oder angefressen, wie das passiert wäre, wenn das jetzt ein Leopard wäre oder sowas. Ja. Das sind also hier diese 94 mutmaßlichen Tötungen. Also es gibt gute Hinweise darauf, dass das wirklich auch Artgenossen waren, die da zur Tat geschritten sind. Und Männchen waren am häufigsten Angreifer, 92% der Teilnehmer einer Attacke, aber sie waren auch am häufigsten Opfer. Die meisten Tötungen traten bei Konflikten zwischen Gruppen auf, also diese Grenzgeschichte, die ich gerade beschrieben habe. Und die Angreifer schritten nur zur Tat, wenn sie also eine Überlegenheit hatten, wenn sie also jetzt hier zum Beispiel im Mittel 8:1 waren. Ja, also das ist dann schon sehr risikoarm, ja, wenn ich zu 8 irgendwie so einen dann da irgendwie mal in die Schranken weise. Ja. Und deshalb, weil die eben dieses spezielle Verhalten zeigen, da also so sehr gezielt an die Grenze gehen und auch besonderes Verhalten zeigen und dann auch nur agieren, wenn sie jetzt also in der Überzahl sind, würde man das hier eher als proaktive Aggression einstufen, weil es ist ja gar keine Provokation da, ja, ist ja noch nichts passiert. Sondern die planen das, in Anführungszeichen. Nicht? Also wir wissen ja nicht, was in so einem Gehirn von so einem Schimpansen los ist, aber es sieht so aus, als ob. Das hat dann eben den Effekt, dass zum Beispiel hier in Gombe, am Lake Tanganyika, diese Community hier,
Die hat also dann diese hier ausgelöscht. Nach einer gewissen Zeit hat das Territorium hier übernommen. Hier sieht man das. Und die sind aber dann danach sehr stark unter Druck geraten von den beiden benachbarten Communities. Das geht also wirklich da um Territorien. Und Territorien bedeutet eben Nahrungsgrundlage für Weibchen. Und Weibchen bedeutet Fortpflanzungsmöglichkeiten. Also Fitness. Hier, hier ein weiteres Beispiel aus Uganda. Da sieht man hier diese ganzen Tötungen, die um das Streifgebiet von der einen Community herum passiert sind. Und dann, als hier oben die keine Männchen mehr hatten, hat diese Community das ihr Streichgebiet nach Norden ausgedehnt. So, aber ähnliche Beobachtungen gibt es eben auch bei Wölfen, Löwen, Tüpfelhyänen etc. Wenn man jetzt mal Aggression bei Schimpansen und Menschen vergleicht, dann kann man zum Beispiel mal gucken, wie die Sterblichkeitsrate bei verschiedenen Communities ist, zum Beispiel also Opfer pro 100.000 Individuen pro Jahr. Und dann haben wir hier bei den Schimpansen 69 Beobachtete. Wenn man jetzt diese Vermuteten dazu fasst, dann sind das also 287. Es gibt Communities, da passiert gar nichts, die haben also null, aber es gibt auch Communities, die haben sehr hohe Werte. Woran das liegt, weiß man nicht genau. Dann hat man das verglichen mit Menschen, die so eine Subsistenzwirtschaft hatten. Da gibt es also so Jäger und Sammler, das sind diese hier. Bei denen gibt es also im Mittel 164 Todesfälle pro 100.000 Individuen pro Jahr. Und da gibt es eben auch eine sehr große Spanne zwischen 0 und 1.000. Ja? Und wenn man jetzt bei den Subsistenzbauern sich das anguckt, dann ist es hier noch höher, aber auch wieder mit einer großen Spanne. Wenn man jetzt nochmal weiter guckt, dann kann man sich ja angucken, wie groß ist die Todesrate bei Schimpansen, bei Konflikten zwischen Gruppen, verglichen mit denen innerhalb einer Gruppe. Dann sehen wir hier, also das ist, was zwischen den Gruppen passiert und hier innerhalb. Dann sieht man als erstes, dass die Männchen natürlich mal wieder da weit voraus sind. Ja. Und zumindest bei den Zwischengruppenkonflikten, dass bei den Konflikten innerhalb der Gruppe sind aber die meisten Opfer Jungtiere und Juvenile, also Adoleszente. Das heißt, hier spielt dann also auch Infantizid rein. Nicht? Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Zahlen, die habe ich jetzt von der UNO heute noch aus dem Netz gezogen für das Jahr 2016, aber ich wurde vorhin darauf hingewiesen, dass man diese Zahlen mit ein bisschen Vorsicht genießen muss. Aber es soll ja auch nur darum gehen, mal diese Größenordnungen zu zeigen, nicht bei Menschen, da ist also in El Salvador mit 82,8 Todesfälle pro 100.000 pro Jahr ist also das Land mit den höchsten Mordraten sozusagen. Deutschland mit 1,2 sieht also sehr gut aus. Vor allen Dingen im Vergleich zu Schimpansen. Nicht? So, wenn man jetzt mal nur sich die Häufigkeit der körperlichen Angriffe anschaut, also ohne Todesfolge jetzt, hier von 4 Schimpansen-Communities, dann sieht man eben auch, was wir vorhin ja auch schon gehört haben, dass also alle 3 bis 4 Stunden passiert zwischen den Männchen da was. Ja, dann haben wir hier also zwischen den Männchen passiert ganz viel. Ja, pro 100.000 Stunden, das ist natürlich alles hochgerechnet, gibt es da also eine ganze Menge an aggressiven Akten. Ja, bei Weibchen ist es also weniger. Das mit menschlichen Zahlen zu menschlichen Communities damit zu vergleichen, das ist total schwierig, weil solche Zahlen gibt es kaum. Und dann hat man hier einmal eine Gruppe von umgesiedelten Aborigines aus Australien genommen, die in Arnhemland, das ist in Nordaustralien, die sind also umgesiedelt worden und die hat man also eine Zeit lang beobachtet. Und bei denen war das eben so, dass hochgerechnet pro 100.000 Stunden
gibt es also 6 Attacken bei Männchen und 5 bei Weibchen. Ist also um Größenordnungen weniger als bei Schimpansen. Also Schimpansen, unsere nächsten Verwandten, sind sehr, sehr, sehr viel aggressiver als wir, wenn wir uns das innerhalb einer Gruppe anschauen. Also tendenziell zeigen Menschen zwischen weniger Intragruppenaggression, die eher reaktiv ist als Schimpansen, aber ähnlich hohe Zwischengruppenaggression, die eher proaktiv ist. Eine meiner Kolleginnen, Sarah Hurdy, die hat gesagt, es ist erstaunlich, 300 Menschen kann man problemlos in ein Flugzeug packen, da passiert gar nichts, ja, wenn nicht gerade Terroristen unterwegs sind. Bei Schimpansen würde das nie gehen. Die würden sich gegenseitig umbringen. Ja, das ist also schon, Menschen sind da schon sehr friedfertig und sozial. So, die letzte Hypothese von Herrn Lorenz: Bei Menschen greifen diese Hemmungsmechanismen aus verschiedenen Gründen nicht oder nicht mehr. Er zielte dann auf so eine Domestizierung des Menschen ab. Wir hätten also durch eine Selbstdomestizierung irgendwie alles verloren, was wir mal an guten Sachen hatten. Ja. Und durch die Erfindung von Kultur, ja, haben wir uns der natürlichen Selektion entzogen. Und es gibt dementsprechend keinen Selektionsdruck mehr auf die Hemmungsmechanismen. Und der Werkzeuggebrauch hat sein Übriges getan, denn das Werkzeug konnte man auch als Waffe benutzen. Die Älteren von uns kennen den Film vielleicht noch, ja, wo also dann sozusagen der Hegelsche Weltgeist kam, als der Affe mit dem Knochen auf dieses Skelett gehauen hat. Also die Menschwerdung des Affen durch Aggression. Ja, wenn das aber so wäre, also dass das also nur durch die Kultur passiert ist, dann sollten bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich Hemmungsmechanismen noch greifen. Sie wissen schon längst, dass das natürlich nicht der Fall ist. Infantizid, nicht? Das sind unsere nächsten Verwandten. Mein lieblingsnächster Verwandter ist übrigens das da. Ja. Es gibt also 500 Arten, sehr divers, und man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Nicht? Was wir aber festhalten können, ist, dass Tötung von Artgenossen auch bei unseren nächsten Verwandten vorkommt. Ja? Und daher scheint Aggression beim Menschen nicht primär ein Produkt der kulturellen Evolution zu sein. Hier, ganz wichtig, wenn man sich in diesem Feld bewegt, Evolutionsbiologie und menschliches Verhalten, dann ist man ganz schnell immer der Gefahr ausgesetzt, missverstanden zu werden. Nicht? Also gerade auch im Hinblick auf Lorenz, viele von diesen Thesen, die er da aufgestellt hat, die wurden im Nazi-Regime natürlich auch genutzt. Der war ja ein Vertreter der Eugenik und auch Rassenlehre und so weiter und so fort. Man muss hier also sehr stark aufpassen, ja, dass man hier auch nicht Ist mit Soll verwechselt. Ja. Also man darf aus dem, was wir in der Natur finden, nicht moralische Prinzipien ableiten. Also wenn Sie hier nichts aus dem Saal mitnehmen heute, aber bitte das nehmen Sie mit. Ja. Nochmal kurz zusammengefasst, das sind unsere nächsten Verwandten hier, Orang-Utan, Gorilla, Bonobo, Schimpanse. Über den Orang-Utan wissen wir relativ wenig. Ist auch schwierig, weil die sehr solitär leben, also die leben nicht in Gruppen. Da kann also Zwischengruppenkonflikt kann da gar nicht auftreten. Nicht? Können wir also nicht viel zu sagen. Reaktive Aggression kommt natürlich vor, proaktiv kommt auch vor, vor allen Dingen bei Männchen, die noch jung sind und noch keinen guten Status haben, die versuchen halt Weibchen durch sexuelle Nötigung und durch Vergewaltigung dazu zu bringen, sich mit denen fortzupflanzen. Diese alten Männchen, die also da einen richtigen Status haben, zu denen kommen die Weibchen selbst. Die brauchen sich nur dahinzusetzen und zu rufen, dann kommen die schon. Die Gorillas, die leben halt auch in Gruppen, wo nur ein Männchen drin ist, normalerweise mit mehreren Weibchen. Die sind sehr friedlich,
Ja, also nicht wie dieser King Kong. Ja. Die zeigen wenig reaktive Aggression innerhalb der Gruppe und nach außen. Was sie aber zeigen, ist, wenn ein Männchen eine Gruppe übernimmt, kommt es da auch zum Infantizid. Ja, also dieses Proaktive im Zusammenhang mit Infantizid tritt da auch auf. Bonobos, die leben ja mitten im Kongo, ist schwierig an die Daten ranzukommen, aber man kann davon ausgehen, dass die reaktive Aggressivität auch zeigen und vielleicht auch tendenziell die anderen, aber das wissen wir nicht so ganz genau. Schimpansen, hatte ich ja gesagt, ganz große Aggressoren, wenn es um reaktive Aggressivität geht, also innerhalb von Gruppen, jeden Tag alle 3-4 Stunden Konflikt. Ja. Proaktiv gibt es auch, wenn die ihre, zum Beispiel also da ihre Border Controls machen, und vor allen Dingen eine neue Qualität, die dann dazu kommt, ist dieses Kollektive. Die gehen als Gruppe los und versuchen da als Gruppe irgendwie die Nachbarn zu terrorisieren. Ja. Bei Menschen im Vergleich zum Schimpansen, also weniger reaktive Aggression innerhalb der Gruppen, proaktiv, wenn wir dann also bis zum Krieg gehen, wissen wir alle, das hat also unheimliche Auswirkungen und Konsequenzen und es passiert auch kollektiv. Ja. Zusammenfassen, Verbrechen, also in diesem Zusammenhang eben Aggression, kommt im Tierreich als universelles Phänomen vor. Ihre Wurzeln liegen in der Konkurrenz um begrenzte Ressourcen. Proaktive und reaktive Formen der Aggression können im Tierreich beobachtet werden. Individuelle und kollektive, auch kollektiv letale, proaktive Aggression tritt auch auf. Und tendenziell zeigen Menschen im Vergleich zu Schimpansen eine geringere reaktive Aggressionsbereitschaft, aber eine ähnlich hohe oder höhere Bereitschaft zu proaktiver Aggression, speziell bei Zwischengruppenkonflikten. Vielen Dank.